Hallo liebe Mozis, ganz eine kurze Durchsage, bevor es losgeht mit der Folge. Mein aktuelles Solo Zero ist immer noch auf Tour. Wir haben noch ganz viele Termine vor uns. Die meisten sind schon auf der Webseite kommuniziert. Und mein letztes Solo, Standoff, ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für beide Sachen könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Das Küssi ist zu wenig dick zum... Was meinst du? Nein, ich könnte das ein bisschen führen. Also. Oder bin ich jetzt wieder am Bildrand? Nein. Nein. Ah nein, es ist, dort ist glaube ich das Problem gesehen, dass wir gesessen sind am Tisch. Und danach hast du die Kamera ein bisschen zu weit oben gesehen. Aha, okay. Und ich natürlich auch ein bisschen weit unten, gell? Ich natürlich. Und dann bist du nicht runtergelebt. So, aber schön, bist du wieder mal da. Ja, ich freue mich auch. Yes. Und ich muss mich noch schnell entschuldigen. Du bist dir nicht sicher gewesen, ob man da jetzt aufnehmen oder nicht. Ja, weil du machst das wie ein Doodle und das ist so, das hat so eine ganz merkwürdige Unverbindlichkeit, wo ich irgendwie wie noch mal sicher sein wollte. Ich wollte dann einfach sicher sein, wenn ich irgendwo hergehe, dass das ich nicht vergeben gehe. Das verstand ich. Und darum, ich habe jetzt vorher gesehen, du hast mir noch eine Mail geschickt und dann habe ich dich nicht auf das Mail zurückgeschrieben. Ja, man verwünscht dir dann mal weder per Mail noch per Telefon. Ich bin am Morgen bin ich einfach nicht erreichbar. Am Tag, wo man noch einen will treffen. Ich bin am Morgen bin ich grundsätzlich nicht erreichbar. Ist das so? Ja. Weil du bist am Morgen Muffel. Nicht mal mehr so fest. Vielleicht auch wegen dem. Okay. Ich brauche immer so ein bisschen, bis ich in den Tag starten kann. Dafür am Abend länger. Genau. Ich will auch wenig Informationen am Morgen. Und eben gerade so Mail, Handy und so Sachen, das sind immer viele Informationen. Und das sind ja oft, bei mir ist es dann so, wenn ich ein paar Stunden später drauf schaue, sind das sehr entspannte Informationen. Aber wenn ich zu früh die kriege, dann stresst mich das. Dann kriege ich Stressgefühl. Aber das hat nur mit dir zu tun, deinem Zustand. Genau. Die Information ist die gleich. Ja. Ah, okay. Ja, das ist nein. Weil irgendwie kann ich es dann besser in den Kontext setzen. Und du bist einfach besser dann parat für so Zeug. Genau, genau. Und ich finde auch, Kreativität kann sich besser entfalten, wenn man noch nicht zu viel aussen Informationen. Aber dann machst du nicht nichts am Morgen. Du machst nein, ich bin nicht erreichbar. Ja, genau. Genau. Okay. Manchmal ist es ein Spaziergang, okay. Manchmal irgendwie. Jetzt habe ich einen neuen Plattenspieler. Ja, aber das ist mega gesund, was du machst. Was hast du gemacht? Einen neuen Plattenspieler. Oh, hast du auch einen Plattenspieler? Ich habe einen neuen alten Plattenspieler. Ich habe einen geerbt. Einen neuen alten? Ja, also okay. Einen, den ich bekommen habe. Ja. Yeah. Und da habe ich jetzt daheim meine Stube installiert. Ich habe mega Freude daran. Ist super. Ja. Weil auch das hat eine ganz therapeutische Wirkung, wenn man bewusst eine Platte auflegt. Ja, genau. Und ich habe letztens mit der Schwägerin zusammen eine Flasche Wein, jede ein Buch und Platte. Und dann haben wir Gedichte nach oben gemacht. Das ist super. Ja, das war wirklich schön gewesen. Und das Geile ist auch, in so Brockis findest du auch wirklich Perlen an alten Platten. Ja gut, ich habe die Sammlung gerade mitgeirbt. Also weißt, ich habe ja, das auch gerade bekommen. Es ist nicht alles nach meinem Geschmack, aber doch recht viel, erstaunlich viel. Ja. Yeah. Nein, ich in so Brockis habe ich so... Ich habe ganz viel Klibi und Caroline habe ich gefunden. Oh mein Gott, ich lasse Musik. Nein, natürlich auch. Natürlich, aber ich sage nur, was man jetzt so findet. Okay. Ganz viel so alte Kabarettplatten habe ich gefunden. Ja, das stimmt. Ich habe eine von Emil daheim. Die habe ich auch. Peach habe ich noch. Nein. Dann Walter Roderer. Ah, Cabaret Rotstift. Cabaret Rotstift habe ich auch. Habe ich auch eine. Und das habe ich alles in Brockis zusammengesucht. Mhm. Witzig. Und dann kannst du halt eben für einen Stutz, ich meine, es ist dann schon spannend, so etwas aus den 70er hören aus der Schweiz. Weil das hast du ja wie weniger, hast du schon auch auf YouTube und so, aber es hat weniger Bühnengeschichte jetzt rum. Du musst irgendwie im SRF, musst mal wieder so eine alte Aufführung finden oder irgendwie sowas. Und ich finde halt, eine Platte von damals, finde ich dann so ein wahnsinniges Ding. So einfach so, wow. Ja, obwohl lustigerweise, ich bin nicht mit Platten gross geworden. Also wir haben daheim nie Plattenspieler wirklich? Gehabt. Wirklich? Die in News war, nein. Ich bin mit der Kassette eingestiegen. Ja. Yeah. Das ist so... Bei uns ist so ein bisschen beides gesehen. Und dann sind natürlich schon CDs gekommen. Ja, lustig. Nein, Kassette. Und nachher dann natürlich CDs. Ja. Vorher noch kurz Minidisc.
Hast du mal einen Minidisc? Ich glaube, wir haben sogar einen Minidisc, meine Eltern, glaube sogar einen Minidisc-Player gekauft. Aber das war ja eine Sache von was? 2 Jahren? Und dann es hat es nie irgendwie etwas gegeben auf Minidisc. Minidisc ist ein ganz absurdes Ding. Aber Minidisc ist ja der grosse USP von Minidisc, ist, glaube ich, dass du kannst selber drauf aufnehmen. Ja, aber das kannst du mit dem Kassettchen auch. Das hast du auch können. Also, das hast du auch können, aber du hast weniger Eingänge gehabt. Das ist einfach ein verzweifelter Versuch, Geld zu generieren mit etwas Neuem. Ja, aber Platten ist ja auch so etwas. Also gell, Platten sind ja dann ausrangiert worden wegen CDs. Mhm. Dann haben die Plattenfirmen haben ja dann alle Plattenpressfabriken etc. haben sie eingestampft und haben gross erzählt, CD ist Zukunft, das ist Neue und so weiter und so fort. Mhm. Dennoch haben die Leute angefangen, illegal downloaden. Dann haben sie gemerkt, jetzt müssen wir irgendetwas machen. Mhm. Und jetzt verdienen sie mit Streaming mehr als jemals zuvor. Mhm. Und haben dann auf einmal wieder gesagt, Platte ist jetzt übrigens... wieder hip. Absolut. Total hip. Und zu dieser Zeit hat es irgendwie genau 2 Firmen gegeben, die überhaupt noch weltweit Platte gepresst haben. Aber Vinyl, oder? Bevor hat es ja noch Shellac gegeben. Genau, Vinyl. Ja, Vinyl. Die Vinylpresser. Genau. Und das war dann eine riesige Geschichte gewesen, weil die Vinylpressen, die haben eigentlich noch existiert für so eine kleine Community, hauptsächlich irgendwie elektronische Musik und irgendwie, glaube ich, Hip-Hop. Mhm. Und danach hat sie auf einmal die Plattenfirma gekommen und hat gesagt, so, jetzt wollen wir wieder Vinyl drucken. Also es kennen ein paar kleine Bands oder auch, also kleine Bands ist jetzt einfach so Schweizer Künstler auch, die zum Teil wirklich Vinyl, einfach so ihre Kleinauflage Vinylplatten ich ein paar ums Verrotten haben wollen machen. Ja. Ja, ich finde es mega cool. Ja, ich bin jetzt gerade wirklich am Herentasten, weil das ist jetzt mein erster Plattenspieler, den ich habe. Sehr gut. Ja. Mit der ganzen Sammlung schon dazugehört. Genau. Yes. Gut, aber du hast ja auch einen sehr speziellen, einerseits Tagesrhythmus, und ich glaube auch gar nicht immer den gleichen Tagesrhythmus. Nein, der variiert sehr, ja. Das stimmt. Wobei, das ist ja mit allen Bühnenkünstlern das Thema. Ja. Aber ich merke es, wir schreiben uns so alle halbe Jahr schreiben wir uns mal eine Mail irgendwie. Entweder wegen dem Podcast oder irgendwie Update da und so. Und es ist jede erdenkliche Tages- und Nachtzeit, ist glaube ich schon gesehen bei diesen Mails. Das ist gut möglich, weil vielleicht habe ich auch während dem Kolumnenschreiben plötzlich daran gedacht, dass ich an dir noch schreiben wollte. Das ist so meine Nachtarbeitszeit, die ich habe. Aber dann bist du schon aufgestanden, oder? Du stehst früh auf. Ja, ich stehe um 3:30 auf. Zum Kolumnenschreiben. Im leeren, mega ruhigen Haus. Das ist cool. Das ist quasi, siehst, das ist wahrscheinlich mein Effekt von... Das ist dein Morgen, aber dann hast du mit Family hast nicht sonnige Morgen. Mein Morgen ist nicht ruhig. Das ist wie, die müssen sich alle zum Haus ausjagen. Mein Morgen ist ab der 8. ruhig. Ja. Yeah. Wenn alle weg sind. Ja. Yeah. Und dann bin ich schon im Schaffi-Modus, dann kann ich mich nicht mehr nochmal zurück in den... Ich tue jetzt keine Informationen an. Nein, das verstand ich. Das verstand ich. Das heisst, dann stehst du extra früher auf. Nicht stehe ich dann extra um 3:30 auf, dass ich in der Nacht schreiben kann. Genau. Okay. Ja. Genau. Und manchmal, wenn ich mir nichts singen oder so, oder wenn ich mir etwas rumsäusele, gehe ich noch in die Mails und dann fange ich plötzlich an zu schreiben. Und manchmal kommt es plötzlich, ich sollte nicht jetzt schreiben, weil es ist irgendwie morgen um 4 Uhr. Das macht keine Gattung. Ich denke, die ist völlig kaputt. Die morgen um 4 Uhr Mail schreiben. Das überlege ich mir auch. Insomnia. Und man kann jetzt mittlerweile beim Mailprogramm kann man irgendwie zeitverzögert schicken. Dass du irgendwie sagst, auf der, die und die Zeit und so. Aber bei das ist dann ja dann immer Angst. Nonsens. Nee. Und dann habe ich immer Angst, dann denke ich so, nein, das kommt dann eh nicht an. Weißt? Und dann schicke ich sie halt lieber zu der Zeit, wo es halt auch immer ist. Ja, das finde ich, das macht mir natürlich keinen Sinn. Nein. Nein, und okay, aber das nimmt mir jetzt schon Wunder. Dann stehst du um 3:30 auf und weißt du denn schon, ich wollte über das schreiben oder ist das denn Teil vom Prozess, dass du einfach mal aufstehst, bis durchs Haus laufst? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt wirklich so die Nächte, wo ich eigentlich schon ziemlich genau weiss, was für ein Thema das ich habe, weil ich habe etwas Spezielles erlebt die Woche oder ich habe schon etwas irgendwie mir so ein bisschen zweckgelegt. Und dann gibt es wirklich auch die Nacht, wo ich völlig ahnungslos und noch nicht irgendeine Idee aufstehe und mir einfach mal ein Tee machen und dann mal so ein bisschen einen Küchentisch höckeln und dann hat man einfach anfangen, wild im Zeug miteinander schreiben, denken. Ja, das ist ja
das ist ja ein von den Tipps, die es immer gibt bei Schreibblockaden, ist einfach trotzdem schreiben, einfach irgendetwas. Genau, schreiben ist immer gut. Und machst du das denn? Du hast dann einfach mal einfach irgendetwas schreiben? Ja, aber ich bin jetzt nicht so eine, ich bin jetzt nicht so eine klassische, also eben, ich kenne ja die Tipps auch und die darfst du ja zum Beispiel nicht, also eben die Lead-Taste nicht benutzen, das kannst du vergessen bei mir, ich kann das nicht. Ich will das immer möglichst schon fertig haben. Also weißt, ich wollte noch nicht noch endlos daran herum korrigieren, sondern yeah. Ich will es eigentlich schon ziemlich so ein als etwas. Aber das ist eigentlich blöd, weil grundsätzlich sollte man ja zuerst mal einen Entwurf machen, der zum Kübeln ist und nachher kannst du dann editieren und editieren. Ja, das aber Überarbeiten, so, das verstehe ich ja nicht so. Ich tue lieber eigentlich so ein bisschen konkret schon gerade schreiben. Ja, das habe ich auch mal gelesen, quasi roh möglichst einfach alles mal angeschrieben mhm. haben. Und ich empfinde das auch als viel, viel mehr Aufwand. Ich habe einfach viel länger, ja. Mhm. Ja, irgendwie ist das nicht effizient. Das heißt, die Lead-Taste wird oft gebraucht. Ja, sehr. Ja. Sehr. Und wie lange machst du jetzt die Kolumne schon? Ein paar Jahre. 15. Boah. Oh ja, ich habe nächstes Jahr Jubiläum. Nicht schlecht. Kommt man dort irgendwann in so einen regelmäßigen Rhythmus, ich sage jetzt kreativ vom Kopf her, wo man sagt, ah, jetzt habe ich es langsam verstanden? Oder kommt dort konstant wieder, ich passe zwar schon so lange, aber ich habe eigentlich immer noch keine Ahnung? Nein, ich finde schon, man kommt so ein bisschen, es kommt eine Routine auf, beziehungsweise du hast dann irgendwie so wie eine spezielle Herangehensweise, mhm. die sich dann gewissermaßen schon wiederholt, aber das muss ich manchmal dann auch wieder konkret und sehr bewusst brechen. Ja. Yeah. Also dass ich zum Beispiel habe ich auch dann zwischen die, wieder habe ich das auch schon lange nicht gemacht, ein Gedicht statt der Kolumne, mhm. muss ich schreiben. Oder dann halt wieder mal so wie ein Rollenspiel. Einmal habe ich zum Beispiel aus der Sicht von der Pflanzen auf einer, so einer Bio-Wiese haben sie GV gehabt und dann hat jede Pflanze hat ihren Charakter gehabt und so Sachen. Weißt, nicht immer nur einfach erzählen, sondern halt manchmal yeah. auch wirklich wieder etwas völlig anderes probieren. Das habe ich das Gefühl, ist dann schon, das bringt dann auch für mich so ein bisschen wieder die Challenge rein, dass ich halt wieder mal so ein bisschen etwas anderes machen kann und dass es auch für mich dann spannend bleibt. Ja. Yeah. Mein Alltag ändert sich eigentlich nur in Form von Kindern, Eltern und sonst erlebt man ja halt schon ein Leben lang immer wieder die gleichen Geschichten. Und wenn du natürlich immer so aus deinem Alltag raus schreibst, dann ist irgendwann so, oh, habe ich jetzt auch über das schon geschrieben? Ich glaube, das habe ich schon mal gehabt. Dann gehst du nachblättern und im 16. habe ich schon von dem geschrieben, darf ich jetzt echt da das wieder thematisieren? Obwohl das ja eigentlich oder, völlig oder wurscht ist. Ja, ich weiss nicht, den Ehrgeiz habe ich dir schon, yeah, yeah. dass ich mich nicht wiederhole. Ja, yeah. Jetzt verstanden, aber es ist dann so, ich denke dann auch, zum Beispiel bei diesem Podcast, denke ich dann so, oh, ich glaube, wir haben mal über das geredet. Ja gut, ja. Und dann ist es irgendwie Folge 13. Aber das ist ja dann auch etwas anderes. Du hast ja dann immer eine andere Person da. Ja, ja. Oder wenn wir jetzt genau das gleiche Gespräch führen wie das letzte Mal, ist es irgendwie ein bisschen blöd. Sagen wir. Aber sonst finde ich, ist das legitimer, weder wenn ich jetzt eine Kolumne schreibe, zum Thema, keine Ahnung, Skischuhe kaufen, habe ich letztes Jahr geschrieben. Mhm. Und dann sehe ich plötzlich, ich habe ja das letzte Mal vor 5 Jahren schon Skischuhe gekauft. Und dann habe ich auch genau das gleiche. Habe ich ja auch schon über Skischuhe kaufen geschrieben. Ja, ja, ja. Also das ist dann etwas sehr Konkretes, und ich finde, nein, das mache ich nicht. Okay. Aber meine okay. Skischuhe waren 10 Jahre alt. Also die Gefahr war nicht rum. Die sind schon fast verbröselt an meinen Schuhen, an meinen Füßen. Aber wenn du jetzt schon mal über Skischuhe geschrieben hättest, wäre es ja auch ein Ansatz, sich dann zu sagen, okay, ich habe schon mal darüber geschrieben und jetzt schreibe ich... Ja, dann müsste ich aber konkret auf das eingehen, beziehungsweise halt berücksichtigen, dass ich schon mal darüber geschrieben habe. Okay. Und dann halt sagen, okay. Voilà, es ist soweit, die letzte habe ich dann gekauft, dann ist das und das passiert, ihr wisst es noch. Okay. Nein. Das wäre ein gemein. Was bisher geschah. Genau. Und jetzt neue Versuche. Weil ich jetzt bei meinem letzten Programm habe ich mir das bewusst als Ziel gesetzt, eben so zu tun, als hätte ich noch nie eins erarbeitet. Mhm. Weil eben mit Themen können sich wiederholen, mhm. aber der Zugang zu dem Thema... Also beim Erarbeiten vom Programm hast du so da oder schlussendlich im Programm tust du so? Nein, beim Erarbeiten. Beim Erarbeiten. Das ist wirklich einfach so eine... vom Mindset her. So genau. Ich habe es noch nie... Weil sonst versperrt man sich ja. wahnsinnig fest, weil man dann wirklich einfach so, wie das Gefühl hat, man hat über alles schon geredet. Mhm. Das ist dann irgendwie so der Effekt, den es gibt. Ja, man hat auch, irgendwie hat man auch das Gefühl, also jetzt im Lauf vom Leben, ich meine, wenn du irgendwann mal die 40 überschritten hast, hast du eh das Gefühl, man hat schon irgendwie mal über alles geredet. Auch im Leben. Auch im Leben, so ganz generell.
Und dann macht es ja eben Sinn, sich zu sagen, okay, das tun wir jetzt so behandeln, als hätten wir noch nie darüber geredet. Weil, ich meine, natürlich bin ich dann auch ein anderer Komiker als noch vor 10 Jahren, wo ich irgendwie über das Thema Kinder geredet habe. Natürlich. Oder was auch immer, weißt du? Ja. Nein, klar. Und ich nehme an, beim Schreiben ist es das Gleiche. Also ja, das wenn jetzt Skischuhe schon mal ja, richtig, stimmt. Thema gesehen sind, hast du vielleicht jetzt einen anderen Bezug zu Skischuhe. Und zu Skifahren. Ja. Ja, was ist denn jetzt der Bezug zu Skifahren? Soll ich dir jetzt sagen? Ich mache es nach wie vor gern. Ja. Aber ich bin jetzt nicht mehr so scharf drauf wie auch schon. Also du bist eine passionierte Skifahrerin. Ja, das ist der einzige Sport, den ich mache. Okay. Und jetzt mit den Kindern so, jetzt ist mega cool, jetzt sind sie in einem Alter, wo sie wirklich, die fahren uns um die Ohren, gell? Und das ist richtig cool. Wie alt sind sie jetzt? Die sind jetzt 13 und 15. Okay. Also die sind wirklich so im besten Alter, um eben halt selber... Wachstumsschub, Energieschub. Ja, alles. Es schubet. Und für mich ist es einfach cool, das ist so das, was man noch als Familie zusammen machen kann. Darum wollte ich das unbedingt noch machen. Aber eigentlich bin ich jetzt nicht mehr so angefressen wie auch schon. Okay. Aber ich habe gemerkt, dass die alten Skischuhe, die gehen nicht, halt einfach nicht mehr. Ich bin denen so geschwommen, dass ich meine Ski wie nicht mehr können ansteuern konnte. Und das ist nicht gut. Das ist wie ein Zwischenschritt, den man nicht will. Ja, und neue Skischuhe kaufen ist Horror. Also das ist wirklich, das Wort wie nicht. Das ist so doof. Ja. Yeah. Weil du verbringst endlos Zeit mit, eben bis du schon mal weiss, okay, wir gehen glaube auf den. Und dann fängt die ja anfangen, weißt du, das Erhitzen und anpassen. An meinem haben sie dann müssen umschnitzen und ein Zeug rausschneiden, weil da drückt es, dort drückt es, da stellt es mir das Blut ab. Es kam eine Viertelstunde an, habe ich Fuß nicht mehr gespürt und dachte, das ist glaube ich nicht gut. Und ich dachte, Mama, das ist super, das kann man alles beheben. Ach so. Aber eben, es braucht mega viel Zeit. Ich habe gefühlt den ganzen Tag in dem Skischuhgeschäft verbracht. Ja, weil ich habe mir mal sagen lassen, Skischuhe sollte man eigene haben, Ski kann man nicht mehr mieten. Ja, ich glaube, es lohnt sich. Eigene Skischuhe ist, ja. Ja, weil das ist einfach halt schlussendlich ist ein Klotz, ein Plastikklotz, wo deine Füße drin sind. Es muss möglichst eng sein und gleich irgendwie noch ein bisschen bequem. Ja, Ich habe 15 Jahre nicht mehr Ski gefahren. Ach, sicher? Mhm, dann bin ich vor 2 Jahren oder so bin ich wieder mal gegangen. Und dann? Und dann halt alles gemietet, oder? Und wie ist es gewesen? Es war recht cool gewesen. Also sprich, der erste Tag war super scheiße gewesen. Das war recht cool gewesen. Ja, der erste Tag war wirklich verschissen gewesen. Weil ich bin mit meinem Vater gegangen und kennst du die Leute, die, wenn sie gut Ski fahren, fahren sie zuerst davor und warten dann auf dich, bis du ankommst und dann fahren sie schon wieder los. Das kann ich vom Velo fahren. Weil sie haben ja dann schon ihre Pause gehabt. Genau. Oder? Ja, das kann ich vom Biken. Und das ist noch viel blöder, weil du fährst Hopsi. Und du bist zu oben, hast wirklich die Lelle los. Dann denkst du so, jetzt Pause, die anderen. Schön, bist du jetzt endlich da, weiter! Genau. Fuck. Ja, so, und ich habe 15 Jahre nicht mehr Ski gefahren. Und darum habe ich auch keine Ahnung, was ich mache. Und ich habe so fest mit den Beinen... Ah, das hat dir die Oberschenkel verbrötelt. Du hast auch eine saure Beine gehabt. Nach 15 Minuten sind meine Beine toast gesehen. Und es hat überhaupt keinen Spass gemacht. So, am nächsten Tag dann aber mit einem Kollegen, wo Skilehrer ist. Und der hat dann halt so eine entspannte Skistunde gegeben. Weißt du, wirklich einfach so, und jetzt schauen wir mal ein bisschen zum Tal runter. Ja, nicht übertrieben. Genau, und halt wirklich die neuen Ski. Hat sich alles, in 15 Jahren hat sich so viel verändert. Ja, natürlich. Dass die jetzt sind jetzt alle tagiert, die haben ja von selber rum. Da muss man noch ein bisschen auf die Kante stehen. Genau, alles so Zeugs. Ja. Das sagt, du musst gar nicht hier in die Beine. Es reicht eigentlich, dass du so ein bisschen überkippst. Gewicht verlagern. Und ein bisschen hier überkippst und so. Und solange du den Körper zum Tal hast und so weiter und so fort. Und dann hat es einfach Spass gemacht. Ja, das ist cool. Ja, schön. Hat dir jetzt das nicht übergeben? Hat das Gefühl, du siehst das noch? Das habe ich dazwischen mal gemacht. Habe ich vermutet. Ja, aber das habe ich... Ich, in meinem Kopf geht nicht rein, dass man fürs Geradeausfahren seitlich steht. Okay. Weil im Gegensatz zu Surfen, wo du effektiv ja auch noch ein bisschen in die Welle kannst reinlegen oder von der Welle weglegen, sehe ich bei etwas, wo gerade runtergeht, sehe ich dann nicht so den Nutzen im zeitlich Stehen. Sondern du müsstest ja ein Raceboard haben, da stehst du ja auch fast gerade drauf. Also. Ja. Und da sehe ich mehr den Nutzen im Skifahren, wo man halt okay. die Füße
parallel hat. Irgendwie so. Aber es hat auch damit zu tun, dass ich nie gerne in Skilager bin und so Sachen. Ich habe es geliebt. Wirklich? Lager, ich liebe es. Lager an sich habe ich okay gefunden. Skilager hat immer das Geschleif, gell? Viel Kleider, viel Material, viel, meistens bist du irgendwo und, am und so viel fahren. Ort, ja. Also weißt, ja, stimmt, streng. Es ist wirklich irgendwie 8 Uhr morgens raus und bis um 12 Uhr und dann ja, machst du irgendwie eine Stunde ja. Mittag und dann fährst du nochmal bis um 4 Uhr. Das ist im Musiklager auch so. Und ich bin immer in der Jugendmusik bei uns. Mhm. Und dann haben wir auch alle Wochen ein Lager gehabt. schön wär's. Alle Jahre eine Woche Lager gehabt. Yeah. Und ich bin ja nur wegen dem Lager überhaupt in die Musik. Ich habe nur wegen dem Lager habe ich Trompeten spielen gelernt. Weil okay. Ich unbedingt wollte in das Musiklager gehen. Mhm. Und dort haben wir auch wirklich 7-8 Stunden Musik gemacht am Tag. Man, das ist schon viel. Richtig viel. Ja. Yeah. Ja. Das ist schon etwas, was du sonst jetzt nicht immer würdest machen. Nein, stell dir vor. Nein! wie lange habt ihr so Probeblöcke für zum Beispiel Freddy? Gut, jetzt haben wir dann immer so Wochenblöcke gemacht. Mhm. Also das erste so noch nicht so streng und dann gegen Schluss ist es noch strenger geworden. Dann haben wir so wochenweise und am Schluss sind wir dann in der Roten Fabrik haben wir uns dann eingerichtet und dann haben wir das ganze Programm halt angefangen zusammensetzen und durchspielen und schauen, wie lang sind wir, was braucht es noch, yeah. Funktioniert das? Das ist dann auch nochmal ein recht intensiver Prozess dort. Aber eben, das sind ja dann 7-8 Stunden am Tag. Also das sind lange Tage mal. Ja, doch, das ist dann und schon, dann schon? Das ist dann eine Woche lang wirklich... also gut, ist für mich natürlich noch das Herfahren. Auf das hure Zürich. Dann bin ich nur schon dort. Also wenn ich am 7 Uhr aufstehe, wenn wir am 8:30 abmachen, dann fahre ich halt am 7 Uhr los und yeah. Dann bin ich am 8:30 dort. Ja. Und dann geht das los, dann sind wir den ganzen Tag da und dann um 6 Uhr wow. Gehe ich wieder heim. Also es sind schon lange Tage, ja. Okay. Puh. Ja, aber du, gell, es ist ein Job und es ist auch sehr cool. Ja, logisch, aber das finde ich dann schon. Ja, aber das ist immer bei so, gerade bei so Produktionen in dieser Art, oder? Und natürlich noch mit den ganzen visuellen Geschichten, mit dem Licht, mit dem Ton, mit dem Platzieren. Uns ist ja so ein bisschen, wer spielt wenn welches Instrument, wie wir wechseln, weißt du, dass das alles wirklich so ein bisschen in einem Guss daherkommt, das musst du recht erarbeiten, das entsteht nicht einfach so geschwind schnell. Ja, und weil es ja etwas ist, was es vorher nicht gegeben hat, hat man ja nicht irgendwie... Ja, man hat kein Schema eingesetzt, genau. Man einfach kann sagen, voilà, copy-paste. Ein klarer Plan, weil genau. Ich meine, wo ich noch Theater gespielt habe, da hast du ja, das Buch ist schon da. Ja, dann hast du ein Skript eigentlich, genau. Ja, wo klar ist. Und dann kannst du sagen... Dann kommt der Vater durch die Tür rein und genau. Die Mutter geht die Tänne raus. Ganz richtig, genau. Richtig. Und, ja. Und dann kannst du auch klar das planen, kannst du sagen, so, und jetzt wird die Szene angeschaut und die Szene und das ist dann, das kannst du theoretisch 3 Monate vorher schon planen. Macht auch niemand, aber... Ja. Nein, das ist natürlich dann, das ist bei uns schon etwas anderes. Das ist wirklich so, dass wir erarbeiten das ganze Ding von Grund auf, also von nichts. Ja. Yeah. Wir wissen einfach Thema und welche Stück müssen wir dann irgendwann entscheiden und dann müssen wir noch selber ein Stück schreiben und... Sind wir jetzt am Neuen? Ja, wir sind am Neuen. Ja? Mhm. Voller Freude. Ja, also es geht jetzt langsam, jetzt fängt es an von Fahrt aufnehmen. Jetzt okay. Dann, jetzt werden wir langsam konkret mit dem ganzen, mit der Setliste, die wir haben. Jetzt müssen wir anfangen, selber Lieder schreiben. Und jetzt sind wir auch gleichzeitig halt schon an den visuellen Geschichten wieder dran. Es wird wieder gebastelt und gezeichnet. Und das ist dann wieder mein Part. Mhm. Da fange ich jetzt an mit den ersten Prototypen, gebastelt, weiss ich was. Das ist immer recht weird. Aber es lohnt sich, es wird am Schluss dann wirklich eine coole Geschichte. Aber es ist so das Anlaufen, bis du mal so ein bisschen drin bist und bis du mal so ein bisschen das Bild oder eine Vorstellung hast vom Ganzen. Ja. Yeah. Das finde ich, es braucht alle recht so. Also es ist gerade bei mir. Ja, weißt du, so, Musik selber ist dann wie, das ist eigentlich wie das Nebensächlichste. Musik selber ist klar, das ist... Es ist super geile Musik und von einer super geilen Band und die spielen wir in unserem Setting mit unseren Instrumenten und so und da finden wir sicher Weg, dass das cool tönt und dann die eigenen Geschichten auch. Es ist mehr so drumherum, so das Ganze, wie tun wir es visualisieren, was wollen wir dazu erzählen, was für ein Bild wollen wir vermitteln, so ein bisschen das. Ja. Ja. Und was ist da so Timeline für das alles?
Timeline ist, also jetzt fangen wir an mit konkreten Geschichten zu den einzelnen Songs, aber das Ganze sag mal, zusammenstellen und mal so ein bisschen auswählen, welche Songs überhaupt, das läuft jetzt schon, also schon gäbig seit, weiss nicht, letzten Sommer, keine Ahnung. Okay. Und im September geht es los. Ja. Yeah. Also ist schon kommuniziert? Nein, eben noch nicht. Ah. Aber gleich. Okay, okay. Aber eine Band, das hast du jetzt gesagt. Hä? Es ist eine Band, ja. Es ist eine Band. Beatles. Genau. Nein, Beatles haben wir schon gemacht. Eben, nein. No, no. Ah, gib dir keine Mühe, ich sage es eh nicht. Okay. Okay. Es ist eine Band. Es gibt viele Bands. Ja, aber weißt du, es muss ja schon... Es muss schon eine Band sein, wo man... Es ist nicht Mötley Crüe. Wo man schon länger kennt. Ich fand Led Zeppelin geil. Led Zeppelin? Das ist halt meine Lieblingsband. Ah, das ist eine coole Idee. Nein, es ist nicht Led Zeppelin. Tut mir leid. Vielleicht okay. Das nächste Mal. Pink Floyd. Ich sage nichts. Okay, wann kommuniziert ihr? Ende Februar kommt es dann. Ah ja, also. Jetzt offiziell. Es geht nicht mehr lang. Ich weiß gar nicht, wenn das ausgestrahlt wird. Da. Das weißt du selber kommt, noch nicht. Doch, da kommt auch Freitag. Ah, okay. Also. Du bist im Fall ständig an dem Mikrofon rum, gell? Just saying. Ich tue es ab und zu so ein bisschen. Aber gell, nicht, gell, das habe ich ihm auch schon gesagt. Jo, aber hat sich bessert, aber es fährt wieder an. Mir ist gesagt worden, ich darf es nicht anweinen. Don't touch. Und auch die ganze Zeit. Weißt du, das ist indirekt, was dich ihn daran erinnern. Ach so, du machst das sehr schlau. Aber ich gebe mir Mühe, ich bewege es nicht, wenn ich am Reden bin. Das ist gut, ja. Also zwischen denen dürfen wir ja so wegschieben. Ja. Das geht, ja. Aber das geht nicht. Weißt du? Aber ich weiß auch, es macht ein bisschen wahnsinnig, wenn ich schon nur schaue. Es macht sogar mich wahnsinnig, wenn ich nur schon zuschaue. Also und ich jetzt so ja, immer so ein bisschen am Mikrofon. Okay, also. ja, gut. Du bist früher gar nicht ins Lager. Ja. Bist ja gar nicht in die Schule. Nein. Nein. Also, nur wegen der Gespändli. Ja. Yeah. Maximal. Maximal sogar. Okay. Ja. Du? Bah. Nein, ich bin irgendwann ja auch einfach nicht mehr in der Schule. Ja gut, das ist die andere Variante. Das habe ich mir nicht getraut. Und das ist immer so komisch gewesen, weil man hat es ja wie so für sich gemacht. So quasi, ich gehe jetzt nicht in die Schule. Aber die Alternative, dass man dann halt irgendwie 2 Stunden Tramli fährt. Ja. Weil es ist kalt und irgendwie, dann hockt man noch in einen Kaffee, aber dann hat man auch irgendwie Geld ausgegeben, weißt du so. Ja, ja, ich sehe. Ist die Alternative ist ja eigentlich nicht viel geiler. Nein, und vor allem, also der Ärger, den du ja noch hast, zu genau. Allem einen. Genau, das ja. hat alles nicht so Sinn gemacht. Nein, aber man hat es mehr so für sich wollen machen. Das ist ganz komisch. Nein, das habe ich nie gemacht, Schulschwänze. Ich einmal, zweimal, maximal. Ja, aber es ist bei mir dann auch gesehen, es ist so wie gesehen, ich weiß ja, dass es wahrscheinlich eh nicht mehr langt. Ach so. Weißt du, so ein bisschen. Weißt du, das Gibi? Ja. Yeah. Ah, okay. Und das habe ich schon wiederholt und so weiter und so fort, ja. Aha, okay. Ja, diese Frage habe ich mich gar nicht stellen, weil ich ja eine Sekundarschule gemacht habe. Und ich habe gewusst, in 3 Jahren bin ich da draus. Dann lehre ich einen Beruf, verdiene Geld, gut ist. Hast du denn schon so einen Plan gehabt? Nein, also ehrlich, habe ich ganz einen anderen Plan gehabt. Ich wollte eine Kunstschule. Ich bin ins Ausland gegangen, nach der Schule, wegen der Aufnahmeprüfung für eine Kunstschule. Die geht so über mehrere Monate. Mhm. Und dann bin ich aber dort nicht hergekommen. Also ich habe verkackt. Und dann habe ich schon von Anfang an gesagt, wenn ich es nicht schaffe an Kunstschule, dann mache ich immer einfach das KV. Weil die haben super Stiftenlöhne gehabt. Ich glaube heute noch. Mhm. Und dann habe ich gewusst, ja, dann verdiene ich Kohle und dann kann ich das alles dann halt als Hobby machen. Also weißt du, mach meine Kunst als Hobby. Mhm. Musik studieren war nie ein Thema gewesen, weil ich es nicht so mit der Theorie. Musik. Ja. Und das ist wirklich nur Grafik wäre so mein Ding gewesen. Das hätte ich mega gerne gemacht. In der Werbung. Wirklich? Mhm. Aber Werbung stellt man sich, glaube ich, so romantisch vor. Ja, ich finde es halt einfach mega spannend. Ich finde die ganze
die ganzen Abläufe. Also weißt, es ist dann nicht nur Grafik, es ist dann auch Marketing, was für eine Überlegung ist denn hinterrennen und so. Ja. Yeah. Erstens die Geschichte, zweitens auch einfach die Ästhetik. Ja. Yeah. Von Werbung, die es gibt oder halt auch eben nicht. Ich habe das einfach immer ein spannendes Fach gefunden und ich habe das Gefühl, das wäre mir mega gelegen. Das hätte ich, glaube ich, können. Also das glaube ich auch. Ich mache es ja jetzt eigentlich auch, aber halt einfach nur für meinen Bereich. Also. Genau, genau. Und, ja. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch die schöner, wie will ich sagen, die, ja, ist erfüllender, wenn ja. Du schlussendlich halt wirklich immer gerade auf dein Ding kannst zuschneiden und dann hast du auch immer gerade so das direkteste Resultat schlussendlich. Mhm. Und irgendwie, du bist ja dann auch nur auf dich selber angewiesen in dem. Genau. Und du kannst wirklich machen, was du willst. Stimmt. Und das meine ich mit Werbung, stellt man sich immer so romantisch vor. Mhm, ja, oder auch Grafik und so. Ich merke es ja schon nur, es ist mega blöd, aber wenn ich ein Plakat will designen lasse, für irgendeine Mixed Show, dann sage ich mir, look, am einfachsten ist, der Titel muss drauf sein und wir brauchen alle Gesichter von den Köpfen, die dort auftreten. Und dann kommen zuerst immer drei Entwürfe, wo weder der Titel richtig drauf ist und die Köpfe sind so komisch irgendwie platziert, ja. Weil das ist das, was sie gerne würde machen. Und dann kommen wir mit unserem Marketing-Aspekt oder was auch immer und sagen, aber es ist schon wichtig, dass die Gesichter gross sind und dass man sie richtig sieht. Weißt du so, oder? Ja, ja. Und das merke ich schon nur in diesem Bereich. Und dann denke ich, wenn jetzt wirklich von so riesen Kampagne redest für irgendeine bei uns Mikro, ja, und dann ist natürlich was. Dann auch noch, dann kommt noch dazu, also ich rede jetzt aus der Sicht vom Werbemacher, also vom Plakatmacher, ist ja dann auch mega anstrengend, weil der Kunde hat vermutlich dann ganz klare Vorstellungen, so und so muss es aussehen, aber wie du auch, du willst einen Titel und du hast die Köpfe drauf. Und dann machst du etwas, weil du hast ja auch eine konkrete Vorstellung. Wenn sich das wirklich nicht bricht, dann bist du nachher ewig am Hin und Her. Ja, wir haben uns eben überlegt, es wäre gleich noch schön, wenn wir jetzt das doch noch könnten so machen. Du bist ja ständig am Revidieren und am Ändern. Oder? Ich stelle mir es anstrengend vor, weil es gibt auch sehr viele Leute, die sagen, ja, das kann ich ja auch grundsätzlich. Ja, ja. Oder? Ich habe ja daheim so ein, wie heisst das Programm? WordArt, nein. Paint. Paint, genau. Paint. Ich habe ja mal aus Paint. Ich habe ja das mit dem eigentlich auch gemacht. Genau. Ich zeige dir mal, wie ich das meine. Ich stelle mir auch noch so anstrengend vor. Ich glaube, das ist schon beide Seiten anstrengend. Und? Oh Mann, ich glaube, ich bin froh, bin ich nicht in der Werbebranche gelandet. Nein, und ich merke es dann zum Beispiel mit dem Albi mache ich immer das Plakat. Und dort merke ich dann, wie wahnsinnig wichtig es ist, dass eine andere Person halt eben auch Ahnung hat. Weil eben man selber hat ja dann irgendwelche Ideen und dann kommt so etwas ganz Simples von wegen, okay, das würde aber für Hochformat würde das funktionieren, aber sobald man mir ein quadratisch oder ein Breitformatbild draus machen, wäre es im Fall schon noch gut, wenn die Gesicht nicht nur halb zu sehen ist. Oder weißt du, irgend sowas? Weißt? Und dann bist du so, aha. Ja, die ganz technischen Aspekte, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Nein, darum machen das Profis. Das kommt dann auch noch dazu. Ja, nein, für mich ist es ja dann nicht gelangt für die Werbung, das war aber auch gut gewesen, schlussendlich. Hat es mich jetzt an einen völlig anderen Ort hergespielt. Hast du denn mal effektiv probiert? Nein, das war für mich nachher gestorben gewesen, mit dem nicht können an Kunst gehen. Das ist gesehen, ja. Ja, also ich habe dann nachher mein KV gemacht, das waren 3 Lehrjahre gewesen, auf einem Architekturbüro. Ja, yeah, das wo ist ich auch mega spannend gefunden habe und total cool war. Gleichzeitig konnte ich einen Ausgang wie verrückt und habe das so wirklich so die Teenie-Jahre halt geniessen. Wo bist denn du in den Ausgang? Im Wald. Wir sind vor allem im Wald. Wirklich? Feuer und Bier. Ja. Schon mit Musik oder egal? Ohne Musik. Ohne nein, Musik. Da hat es noch keine so portable Böckchen gegeben. Da nicht. Hat er einfach. Nein, wirklich nicht. Stimmt, jetzt, wo du das sagst. Wir hatten nie Musik dabei gehabt. Wir sind einfach im Wald gehockt und haben geredet und getrunken und im Feuer zugeschaut. That's it. Ausgang auf dem Land. Auch bei Temperaturen, die man es eigentlich nicht macht? Nein, im Winter sind wir dann natürlich irgendwelche Schöpfe oder Scheuren gesehen. Ah, wirklich? Draußen. Oder dann hat es ein paar ungerade Mal gegeben, dass man irgendwie vielleicht auf Sorsi ist oder so. Ach, ich bin zum Beispiel nie in die Stadt ausgegangen. Ja. Das ist, nein. Wir hatten noch so ein Kulturlokal gehabt, das Hotu, das ist dann fast schon Bern. Huttwil? Huttwil, ja. Ja. Wie heisst das?
Hä? Wie heisst das Kulturlokal? Das gibt es, glaube ich, immer noch. Das Improvisorium. Yes! Jawohl, genau. Dort bin ich mal der Reto Joost schauen, wo er Tryout gemacht hat. Scheiße, ja, genau. Im Impro sind wir alle jemanden mal gesehen. Das war so die Alternativszene. Ja. Die ganzen Kiffer. Und ja. So wird man auch auf dem Land gross. Also alt, gross ich nicht. 1,60. Ja. Aber das ist, lustigerweise ist das in der Stadt ist ja nicht gänzlich anders, bis man dann eben mal in irgendwelche Lokale reingehen kann. Mhm. Habe ich dann immer so gedacht, klar, wir haben immer so gesagt, auf dem Land, da hängen sie am Bahnhof rum, weißt du so, oder? Treffen sich alle am Bahnhof, Aha, und hocken auf einem Bänkchen. Und bei uns dann halt einfach gesehen, bist entweder am Rhein oder am Bafi bist irgendwie gesessen zu Basel. Bei eben auch zum Teil sehr, sehr fragwürdige Temperaturen. Und das ist dann der Ausgang gesehen. Ja, wir sind dann wenigstens noch in den Beiz alle gewartet. Wir hatten so wie so die eine Beiz, wo wir immer im hinteren Stübli sein konnten. Und die, die kein Geld hatten, haben dann ein Kindersirup getrunken und die anderen haben eine Stange getrunken. Und sicher dann hat man nicht. So ein bisschen dort gewartet und hat sich dort getroffen. Und wenn dann so ein bisschen alle dort gewesen sind, ist man von dort aus ausgegangen. Ich habe zum Beispiel auch, glaube keine einzige Telefonnummer von meinen Kollegen. Ich habe dann halt nicht angeläutet. Sondern hat einfach gewusst, entweder sind sie im Tübali oder nicht. Im Tübali? Ja. Und dann ist man vom Tübali aus, ist man dann ausgegangen. Bei uns hat es den Gambrinus gegeben. Voilà. So einen hätten wir auch gehabt, gerade nicht im Tübali zu Hause. Wirklich? Ja. Scampi. Und dort sind irgendwie, dort ist, glaube ich, wirklich niemand über 18 gesehen. Okay. Dann haben alles Teenager sind auf dort gesessen. Und dann mal hat man sich ein Bier gegönnt. Ja. Und mal ist mir einfach so gegangen. Ja, aber Kindersirup hat es bei uns nicht gegeben. Wir haben dann alles Kindersirup bekommen. Das war sehr nett von der Wirti. Okay, das hast du gemacht, in der Freizeit. Mhm. Und dann hast du so die Werbung. In der Lehrzeit, genau. Lehrzeit. So, dann hast du so die Werbung verabschiedet. Ja, weil das ist dann nachher hat sich halt wie nicht mehr gegeben. Ich bin dann halt anderweitig. Ich bin habe mal in einem Copyshop gearbeitet. Aber nachher bin ich dann im Film- und Musikversand, habe dann dort also so einen Katalog- und Online-Vertrieb habe ich dann geschafft, so im Produktmanagement. Und habe aber immer ganz fest nebenzu meine Hobbys gepflegt und irgendwann ist sie dann gekippt. Ja. Yeah. Und dann ist das Hobby zum Beruf geworden. Und da ist wieder mal der komische Moment, wo der Podcast unterbrochen wird. Für den kleinen Hinweis, dass mein aktuelles Solo Zero immer noch auf Tour ist, kaufe Tickets und mein letztes Solo Standoff ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für alle Links, Video wie auch Termin und Tickets könnt auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und empfindest du das immer noch als das Hobby ist der Beruf? Oder empfindest du jetzt manchmal mehr als einfach den Beruf? Nein, es ist natürlich jetzt der Beruf inzwischen. Also, yeah. Ich verbringe viel Zeit mit Arbeiten für das Ganze. Es ist ja inzwischen auch wirklich so ein Rechtskonstrukt geworden. Ich habe jetzt Ende Jahr sind jetzt wieder die Kalender gesehen, habe meine Bücher, meine Kolumnen, habe meine Konzerte, die ich mache. Ich habe die Breite und viel Zeug. Yeah. Aber es ist nach wie vor, es macht mir alles hure Freude. Es ist, und es ist natürlich auch dadurch, dass es eben mehrere Sachen sind, ist so sehr abwechslungsreich. Ich sehe bei mir dort oft Schwierigkeit, das dann überhaupt richtig einzuteilen. Dass man dann halt wirklich für alle die Bereiche, also einerseits muss man sich ja zuerst mal entscheiden, welche Bereiche man jetzt wirklich... Ja, welche will man wirklich pflegen. Genau, weil man könnte so viel machen, oder? Und dass man sich mal auf ein paar entscheidet und dass man dann auch die immer schön gleichmäßig bewässert, lieb streichelt. Ja, genau, so, oder? Ja, das ist ja die grosse Kunst generell. Fokus. Wo? das geht mir ähnlich. Ich kann mich auch, wobei eben, es beschränkt sich ja, der Kalender ist so wie eine Geschichte, die sich beschränkt auf die 3 Monate, wo das stattfindet. Ja. Das ist nachher wieder durch. Und mit den Kolumnen ist es halt auch, das ist einfach so ein wöchentliches Ding, das einfach fix eingeplant ist. Mhm. Und,
Und dann halt die Konzerte sind ja eigentlich auch, das ist so die zweimal in der Woche noch mal hinfahren und konzertieren und so, das ist eigentlich auch fix drin, wenn das Programm jetzt am Laufen ist. Ja. Yeah. Wenn es dann am, muss erarbeiten von einem neuen Programm geht, ist es wieder anders, dann ist natürlich wieder alles, das ist ja alles zu unter Opsi. Hast ja du jetzt gerade hinter dir, sozusagen. Ja. Yeah. Aber ich finde das ja so absurd, dass man ja etwas Künstlerisches will machen, unter anderem mit dem Gedanken, dass man dann nicht, ich sage jetzt mal extra übertrieben, gefangen ist von Strukturen. Und dann, wenn man es macht, merkt man, es geht nur mit übertrieben viel Struktur. Also du meinst den Plan, den Masterplan? Oder den Masterplan, die klaren Abläufe. Auch eine gewisse Disziplin. Disziplin ist unabdingbar. Ja, ja. Aber das stellt man sich natürlich vor, dass das alles ja dann nicht braucht. Ja, das stimmt. Nein, ich glaube, das ist auch so etwas, wo alle so wie ein Leben lang so ein bisschen dran sind. Mhm. Wie mache ich es schlauer? Wie könnte ich es cleverer machen? Und so. Ich bin auch immer wieder am Zeug ausprobieren. Weißt, dass ich wie meine Sachen auf die Reihen bekomme. Eine Zeit lang habe ich sämtliche, also weißt du, es ist ja dann nicht nur der Beruf, es ist ja dann nachher auch noch, ich habe sämtliche Termine gebaut mit den Kids, wenn die nach den Ferien heimgekommen sind, mit gefühlten Beigezetteln, wo weißt du, das ist noch, dort der Schulz 9, da noch, Schule 1, das und dort. Und hey, ich habe fast, da ist mir alle ganz anders geworden. Ja. Das hat mich endlos gestresst. Und dass das dann wie, wo trage ich jetzt das ein, wie mache ich jetzt das, dass ich es nicht vergesse. Und ich habe das habe ich nie wirklich auf die Reihen bekommen, ich habe sehr viel Zeug vergessen. Und irgendwie bist du mit dem auch so ein bisschen allein als Mutter. Das ist wie gesetzt, das macht die Mutter. Es ist auch die Lehrer, die kommen auf die Mutter. Ja. Ich sehe es bei meiner Freundin. Das ist krass. Ja, das ist recht streng. Ja. Und dann das halt noch nebst dem anderen, der ja auch nicht so ein ganz klares System hat, sondern der halt auch sehr chaotisch daherkommt und das muss noch und das muss noch und das ist dann noch. Und oh, genau, in einem halben Jahr ist ja noch. Ja. Im Moment arbeite ich jetzt mit einem Buch, wo ich alles aufschreibe. Es ist so ein bisschen, ich versuche es immer noch irgendwie auf die Reihe rüberzukommen. Aber ja, ich habe es heute hierher geschafft, dank deinem Doodle. Du bist auch am Optimieren, wie ich festgestellt habe, mit Doodle. Für das spezifische Ding, ja. Für das spezifische Ding. Und du hast auch gesagt, es hat sich bewährt, gell? Das hat sich extrem bewährt. Ja, siehst du. Aber irgendwann findet man das System, wo man findet, jawohl, geil, das funktioniert. Genau, aber das ist dann das Gemeine. Für das spezifische Ding ist das die richtige Lösung. Ja, ich glaube, das geht glaub nur so. Und für etwas anderes nie im Leben. Es gibt nie eine universale Lösung, leider. Wo du einfach nur kannst sagen, voilà. Das matcht jetzt mit allem, egal was. Das geht nicht. Und dort muss man das dann auch wieder immer so ein bisschen zusammenkriegen, oder? Mhm. Weil ich hab für mich so To-Do-Listen und so Sachen. Ich habe jetzt eben nicht mehr, ich habe jetzt mein Buch. Das ist jetzt dein Buch. Das ist noch cool, weil du hast alles in diesem Buch. Also wenn ich irgendetwas suche, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, gibt es nicht mehr. Es steht im Buch, genau. Und sonst habe ich es nicht aufgeschrieben. Yeah. Und das ist noch cool, ich habe vor allem Zettel Wirtschaft. Also ganz viele Zettel hier, Zettel dort, Notizen im Handy, genau. OneNote im PC, dann noch irgendwie Word noch irgendwo im PC, keine Ahnung, einfach alles. Und jetzt habe ich ein Buch. Oder im Buch steht, wo es steht. Also, ah, wirklich? Oder wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einen Text geschrieben oder ich habe irgendetwas irgendwo abgelegt, und ich weiss, das brauche ich wieder, dann schreibe ich das auch in mein Buch. Unter einem Projekt, das halt betrifft, steht dann dort, übrigens, der Text, genau der, hast du dort und dort abgelegt. Okay. Es ist so, das ist wirklich so der Versuch, das irgendwo so ein bisschen zu zentralisieren. Und dort, das hast du immer überall dabei, das Buch? Das habe ich nicht immer überall dabei, heute habe ich es nicht dabei. Weil ich habe heute ein Handtäschchen dabei, wo das Buch nicht reinpasst. Und dann musst du auf einen anderen Zettel, wenn dir jetzt etwas einfällt heute Nachmittag, dann schreibst du das auf einen anderen Zettel. Ja, für das habe ich jetzt noch ein kleines Buch. Also du siehst, es artet schon wieder aus. Nein, aber ich habe ein kleines Buch. Und das kleine Buch ist wie ein Baby vom grossen Buch. Also wenn ich jetzt irgendetwas Wichtiges müsste aufschreiben müsste, ich gehe heute davon aus, dass ich nichts, ich habe keine Sitzung und nichts. Aber dann passiert es doch immer. Ja, aber dann kannst du es auch in die Notizen vom Handy schreiben. Okay. Dann halt am Abend schnell übertragen. Also so ist es nicht. Ich bin so strikt bin ich nicht. Okay. Aber also die Grundidee ist eigentlich schon das, dass ich einfach irgendwo noch immer alles beieinander habe. Damit ich einfach weiss, wo ich suchen muss, weil sonst habe ich mich immer verzettelt, wortwörtlich, mit ganz vielen verschiedenen Orten, wo ich das Zeug dann nachher
Ich weiss, es ist irgendwo. Aber bis man es wieder gefunden hat. Ja, ja, und die Zeit zu verlöffeln, das bin ich nicht mehr bereit. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Die Lebenszeit wird weniger und weniger. Ich muss da effizienter werden. Das geht nicht so. Aber das eben, man hat es wahrscheinlich bis ins Lebensende hat man es nie ganz. Ich glaube nicht. Es ist ja wie, dass man ist bis ins Lebensende nie erwachsen. Das geht das Gleiche nie. Es ist ja alles immer eine Entwicklung. Man wächst ja ständig weiter. Mhm. Und so wirklich das fertig abgeschlossene. Nein, und das geht ja auch nicht. Wenn es denn so wäre, dann würde man ja sagen, jetzt habe ich es gecheckt. Mhm. Und dann müsste ich eine Sekunde später die fragen, und was jetzt? Ja, genau. Also. Ja, genau. Nein, das gibt es wie nicht. Also, ja. Es ist immer ein Prozess. Es läuft und fließt und float. Genau. Und das ist ja eigentlich auch sehr cool. Und durch das hat man ja die Möglichkeit, ständig wieder auszuprobieren, wie könnte ich es jetzt nochmal optimieren, wie könnte ich es anders machen. Es ist auch, ich glaube, schon nur die Tatsache, dass man eben halt wieder überlegt, wie könnte ich es mir anders zweglegen, dass es besser funktioniert. Also, dass grundsätzliche auch Abläufe hinterfragen und reflektieren, das ist, glaube ich, generell eine gute Geschichte. Absolut. Und ich glaube eben auch im kreativen Prozess. Also genauso wie du gesagt hast bei Kolumnen, genau, willst du ja dann ab und zu wieder aktiv etwas brechen. Mhm. Ich glaube, ist das auch in diesem Bereich ist das mega wichtig. Ja, es ist natürlich bereichernd. Yeah. Sonst läufst du leer in einem Trott und dann irgendwann verödet es. Genau, dann kommt eigentlich das, wo die Leute sagen, es ist eine Parodie von sich selber. Ist ja eigentlich, wenn jemand im kreativen Bereich wie herausgefunden hat, was sie machen und finde, ich mache das jetzt noch mehr, dann wird es eigentlich wie eine Parodie von sich. Ja, oder? Ja, genau. Und also, funktioniert auch nicht mehr. Genau, wenn jetzt irgendeine Band sagt, ah, genau so machen wir Songs. Geil. Ja, und das ist gut angekommen. Das genau. Ist nur noch so. Richtig. Dann wird sie genau das. Ja. Dann wird sie eigentlich immer ein bisschen komischere Version von dem, was man schon gemacht hat. Oder? Stimmt. Haben wir noch nie so überlegt, dass das in einer Parodie endet, aber das ich sehe den Punkt. Ja, es gibt natürlich auch die Diskussion, ist es denn wirklich eine Parodie, weil es ist immer noch die Person. Also, weißt, ja, kann man sich selber parodieren. Genau. Aber ich finde es einen guten Ausdruck für das. Ich verstand dann, was damit gemeint ist. Weil ja, ich glaube eben, das ist... Ich glaube, es gibt noch ein anderes Wort, aber es kommt mir jetzt nicht in Sinn. Das habe ich jetzt gar nicht parat. Musical. Nein, nicht Music. Wie kommst du jetzt zu auf das? Das habe ich mal gehört von einer grossen Band. Ich sage jetzt nicht welche, aber eine grosse Band. Dort hat es geheißen, die Band ist jetzt an dem Punkt, jetzt müssen sie sich überlegen, wenn sie weiter Musik machen oder wenn sie jetzt ein Musical werden. So. Und das habe ich auch einen spannenden Aspekt gefunden. Ja, das ist interessant. Es ist nicht wartend, weißt? Mhm. Es ist wirklich einfach, es könnte jetzt in die Richtung gehen, oder? Ja. Ja, das ist wie, ich habe mich da auch mal irgendwann müssen entscheiden, willst du jetzt eigentlich wirklich Musik machen oder willst du jetzt lustig sein? Ja. Yeah. Und jetzt ist es so, jetzt ist es halt lustig in Musik. Aber hast du das wirklich müssen entscheiden? Weil das Schöne ist ja, dass du etwas Einzigartiges machst. Ja, aber irgendwie schon, ich bin schon ein an dem Moment, weil ehrlich wäre, habe ich ursprünglich schon den Plan gehabt, wirklich in Richtung Musik zu gehen. Also ich wollte wirklich Musik machen, aber ich bin irgendwie immer in das Humorige gekippt. Yeah. Und dann ist es dann eben schlussendlich jetzt zu dem geworden, was es ist. Aber es ist schon auch lustig, wie es halt auch anders wahrgenommen wird. Also es gibt sehr viele Leute, die das nicht wirklich als Musik wahrnehmen, was ich mache. Ah, wirklich? Das letzte Mal Zuschauer, ich glaube nicht zu mir, zum Techniker oder recht zum Bürofräulein gesagt, du, die kann ja richtig gut singen, he? Die hat schon noch was Stimme. Also weißt du, wenn die will, könnte die etwas daraus machen. Wow. Und dann merkst du so, wie das einfach anders wahrgenommen wird. Das ist super schräg. Mhm. Krass. Ja, ich habe mir gedacht, dass der... Das muss man sich gar nicht überlegen, aber natürlich überlegt man sich das irgendwann. Ja. Aber das Schöne ist, dass bei diesen Bühnensachen kann man sich das ja schlussendlich nicht wirklich aussuchen. Sondern wenn du, wie du sagst, wenn das Humor reinkommt, dann kommt das immer rein. Und das tust du nicht bewusst wählen, sondern das passiert. Ja, und das ist das, was dich ausmacht. Ja, das stimmt. Am Ende vom Tag, oder? Dass es ja immer dann wieder in das kippt, merkst du dann irgendwann, es muss glaube ich in die Richtung gehen. Genau. Das stimmt. Ja, und das ist ja auch grundsätzlich gut, dass man es nicht, eben, ich kann mir das nachher nie mehr müssen überlegen, wo gehöre ich eigentlich her. Es ist halt einfach, das, was ich mache, ist halt so ein Mix aus ganz vielen Zeugen. Mhm.
Also vor allem mit so einer CD, das Zeichnen ja auch noch mit auf der Bühne haben. So, das ist dann wie, es ist jetzt halt einfach alles. Es ist ein grosses Potpourri von allem, was ich gerne mache. Und, yeah. Und dass es Kleinkunst ist, ist eigentlich für mich die grosse Erkenntnis gewesen, weil ich habe Kleinkunst vorher nicht gekannt. Mhm. Darum habe ich mir auch überlegt, eben, will ich jetzt Musik machen oder nicht? Oder ja, dass es die Variante von der Kleinkunst in dem Sinne noch gibt, das habe yeah. ich nie nicht auf dem Schirm gehabt. Das habe ich dann erst später gemerkt, dass das, was ich mache, dass das Kleinkunst ist. Wo du schon voll drin bist. So. Ja, voll. Ja, ja, ja. Ja, weißt du, irgendwie, ich denke dann auch zum Beispiel Helge Schneider. Mhm. Über den habe ich dann auch schon ganz viele Sachen gehört. Weißt du, wo irgendwie jemand sagt, ach, ist ein bisschen, einmal hat jemand gesagt, ist ein bisschen eine tragische Figur, weil eigentlich hätte er Jazzmusiker werden und jetzt singt er Katzenklo und so Zeugs. Mhm. Und dann sagst du auch dort, aber schlussendlich ist ja eben das, was er will machen und das, was er ausmacht. Und ich glaube nicht, dass er zu oben auf eine Bühne geht und denkt, eigentlich kann ich ja Jazzmusiker machen. Ah nein, das glaube ich überhaupt nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, nein, ich habe ihn gesehen, Zarosa. Ich finde ihn ja grossartig. Ja. Yeah. Der ist so lustig und so cool und so eine, also ich finde ihn einfach auch als Musiker wirklich virtuos mit seinem, er ist so, das ist so das, was ich bei ihm so cool finde, ist so, dass er das mit so einer Beiläufigkeit macht, weißt du, so dass und seine Band, die er hat, das sind ja wirklich drei Greise, yeah. die da hocken und er ist der vierte Greis und die machen zusammen einfach eine geile Geschichte. Yeah. Ja, ich habe es grossartig gefunden, ich finde es mega. Aber es ist wirklich etwas, was natürlich auch polarisiert. Es gibt sehr viele Leute, die finden, der du, nein, es geht gar nicht für mich. Ich finde es so kindisch oder so stupid auf eine Art, das ist gar nicht lustig. Ja, und es kommt, glaube ich, dann auch sehr darauf an, was für ein Oben man verwünscht. Weil er ist ja wirklich einer von denen, der so frei ist. Ja, dass er sich natürlich alles rausnimmt. Ja. Genau, dass dann halt jemand geht mal eine Show schauen, wo er effektiv einfach zwei Stunden Klavier spielt und dann wieder geht, weißt du? Ich hatte zweimal Glück gehabt, obwohl Zarosa war er, glaube ich, ein bisschen angepisst, weil er wirklich keinen Flügel hatte auf der Bühne, sondern nur so ein Elektropiano. Aber das hat er dann sehr cool eigentlich inszeniert. Er ist dann auf die Bühne gekommen und hat zuerst mal so da, als würde er Klavier spielen, hat aber den Auto, weißt du, so den Demo-Knopf gedrückt und dann hat es da gespielt und er hat dann so da, als würde er da spielen. Und irgendwie, er hat wirklich gerade eine Nummer daraus gemacht. Also, yeah. Ganz so angepisst ist er, glaube ich, dann noch nicht gewesen. Und es ist ein mega lustiger Abend gewesen. Mein Mann hat mir, ich habe noch nie so gesehen, lachen. Ich habe Zeit lang Angst gehabt, verstick mir. Das war wirklich lustig. Und dann habe ich noch gesehen im Volkshaus in Zürich. Und das war auch ein ganz cooler Abend gewesen. Da hatte er eine grosse Band dabei. Ja. Yeah. Das ist dann auch, also weißt du, hatten wirklich auch geile Musiker, die jeden huren Scheiß mitmachen. Und er ist ja so, eben, er ist auch auf der Bühne sehr unberechenbar, auch für die Musiker, das ist echt eine Challenge. Dann fährt er irgendwie mit welchen arrhythmischen Geschichten an, wo du dann denkst, wow, wie könnt ihr da noch zusammenbleiben und ihm entgegenhaben, weißt du, zusammen. Yeah. Das würde jetzt bei mir 100-mal auseinanderbrechen, ich wüsste nicht mehr, wohin hören. Und er tut es immer fordern, da habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen Challenge auch für ihn. Das glaube ich. Für Musiker. Und das ist natürlich mega spannend zum Zuschauen auch. Ja, wenn er sagt, so und jetzt machen wir eine Bossa Nova. Ja, dann ist zum Beispiel, Zarus hat zum Beispiel ein Katzenklo, weißt du? Dann hat er irgendwie angefangen dann mit dem Singen. Und ich habe jetzt angefangen mit Katzenklo, ja, das macht die Katze, wo Katzenklo. Und dann, und die Band ist mit dem Rhythmus mit. Ja, also, es ist ja gar kein Rhythmus mehr gesehen. Sondern einfach, die sind stoisch, haben die das irgendwie durchgezogen, um irgendwo bei ihm so zu bleiben und, yeah. und aber gleich nicht, weil kannst du gar nicht. Eben, da darfst du dann, glaube ich, nicht zu fest drauf losen. Ja, oder? Und, aber sie drei müssen ja dann gleich irgendwie beieinander sein. Genau. Das ist wirklich faszinierend gewesen. Weil das hat es immer geheißen vom, was jetzt, Frank Sinatra. Vom Frank Sinatra hat es immer geheißen, man darf auf keinen Fall auf ihn losen, sondern man muss selber tight so spielen, in der Band. Okay. Weil er immer irgendwie, ich weiß doch auch nicht, einen halben Takt zu früh und einen halben Takt zu spät. Genau. Frei, aber er ist dann quasi der Outsider von dem ganzen aber Produkt. Aber muss er ja wie ein Orchester haben und natürlich wirklich straight dort bleibt, weil genau. sonst kann er sich ja auch nicht mehr haben. Genau. Und okay. Das ist anscheinend immer so die Grundregel gewesen. Ja, aber so. Ist aber geil, wenn das funktioniert. Das ist einfach super cool. Yeah. Wenn du dann wirklich kannst total frei über etwas hineinsingen, das ist mega schick. Das ist sicher schick, ja. Ja. Meine Lieblingsgeschichte ist immer von Chuck Berry. Chuck Berry ist ja immer sehr ein Sparfuchs gewesen. Ist der? Ja. Und darum hat er überhaupt Musik gemacht. Also er war sehr geldbesessen gewesen. Dann macht man Musik. Das ist mir neu. Was?
wenn man Geld besessen ist, macht man Musik. Das ja, bei ihm ist das so gesehen, weil er hat gemalt und irgendwie mit Malen hat er $200 in der Woche verdient. Ah, okay. Und wo er irgendwie bei dem einen lokalen Bar, keine Ahnung, Dings, hat können spielen, hat er 250 gekriegt. Und hat gefunden, ach, okay. So. Und dann hat er gewechselt, ja. Das Fach gewechselt. Und dann ist, ein Teil von ihm ist gesehen, wenn er gebucht worden ist, hat es klar so und so viel Gage. Er kommt First Class mit seiner Gitarre und es wird ihm eine Band gestellt vor Ort, wo alle seine Songs hatten. Auf Kosten vom Veranstalter. Okay. Weil er hat das er nicht. Er kommt einfach mit seiner Gitarre. Ja, er will auch nicht proben mit denen. Die sollen einfach seine Songs üben. Richtig. Er will nicht proben, er will auf keinen Fall Musiker zahlen. Das, ja. Das ist alles auf Kosten von Veranstaltern. Er fliegt auf die First Class mit seiner Gitarre und im Case fliegt er dort hin. Und es gibt so eine Doku und der Bruce Springsteen ist einmal in so einer Band gesehen, bevor der Bruce Springsteen selber gross wurde. Genau, der Bruce Springsteen wurde nicht. Der Boss. Der Boss. Und er hat gesagt, das ist etwas vom Absurdesten ever, weil dann bist du eben in irgendeinem Konzertlokal, du hast all seine Songs gelernt und dann kommt er auf die Bühne und sagt, jetzt machen wir da und da, aber in G-Dur. Und sonst ist er in dem und dem völlig andere Tonart oder keine Ahnung was. Und dann müssen alle sagen, okay, 1, 2, 3 und... Genau, das sind Berufsmusiker und dann, die können so Zeug. Nein, das ist das, weil das wär für mich total am Ziel vorbei. Weil für mich ist so der Fun, den man ja hat, wenn man zusammen auf der Bühne ist oder auch zusammen etwas erarbeitet, nachher kann man zusammen aufführen. Ja. Yeah. Das ist ja dann alles nicht da. Wer weiß, vielleicht ist es auch Fun in dem. Vielleicht ist es, ist glaube ein harter Gig an sich. Ja, nein, dann geht es einfach wirklich einfach um Kohle. Aber das ist dann auch, das hat dann auch nicht mehr die gleiche Strahlkraft, um es nachher irgendwie Musik zu hören, finde ich. Weißt du, das matcht denn das? Ich meine, dann könnten die Leute gar nicht. Ich finde, wenn du gerade jetzt, wenn du Gruppen auf der Bühne hast, dann, wenn die sich untereinander irgendwie nicht wirklich verstehen oder beziehungsweise gar nichts miteinander zu tun hat, sonst, kommt denn etwas über? Das ist ich finde, das ist für mich ist das, sehr zentral. Also, ich schaue in einer Band auch gerne zu, weil das Zusammenspiel rum ist. Yeah. Weil sie einen Blick tauschen, weil sie irgendwo ihre kleinen Geschichten haben. Das ist ja das Coole. Yeah. Sonst kannst du einfach CD hören. Das ist so. Die Frage ist das eben aufgrund von, weil man so etwas weiss? Tut man sich selber dann beeinflussen und findet, es hat nicht so eine Strahlkraft. Und wenn man es nicht wüsste, hat es das? Oder ist es das wirklich spürbar? Das müssen wir jetzt können testen. Das kann ich dir jetzt so nicht beantworten, weil das ist ja wie... Es gibt ja manchmal so die Öben, wo du zweimal die gleiche Band eigentlich schaust. Da gibt es den oben, der wirklich magisch ist. Und einen anderen oben, der jetzt nicht so den Hammer hat. Ja. Yeah. Das ist, und es ist die gleiche Band, es sind die gleichen Leute. Aber es ist halt einfach so, es geht ja oben und oben. Absolut. Aber wenn du dann jetzt immer einfach eine zusammengewürfelte Band hast, die dort dann ist und sich vorher noch müssen nerven müssen, weil der Monsieur gefunden hat, wir machen es jetzt noch in einer anderen Tonart, dafür doppelt so schnell, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das wahnsinnig magisch wird. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie so dürren und dürren Profis. Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt noch interessant, aber das werden wir nicht herausfinden. Nein, das nicht. Nein, aber ich habe es mir nur gerade überlegt, weil ich mal an einem Festival, wie haben sie geheißen? Kings of Leon, habe ich mal gesehen. Und weil ich beim Radio gesehen bin ich zuerst hinten gesehen und habe gesehen, dass alle einzeln angefahren sind von den Bandmitgliedern. Dass sie nicht miteinander geredet haben, super schlechte Stimmung, hast du es richtig gemerkt. So. Ja. Aber die haben sicher keinen Bock aufeinander, oder? Und natürlich habe ich dann das Gefühl gehabt, ich spüre das so fest bei diesem Konzert. Nachher. Und wenn du aber mit anderen geredet hast, die am gleichen Konzert sind. Die haben es großartig gefunden. Die haben gesagt, so toll, weil es die Band von diesem Jahr gesehen für die, weißt du, in diesem Stil, oder? Aber kurz darauf ist dann wirklich, ich glaube, der eine ist in Rehab und also kurz darauf haben sie eine längere Pause gemacht, wo irgendwie schon klar gesehen ist, dass das nicht so. Und ich glaube, am gleichen Festival ist Oasis gesehen. Mit ihrem zweitletzten Konzert. Ja, das ist ja das Paradebeispiel von Disharmonien. Genau, das Konzert danach haben sie sich irgendwie auf der Bühne in Paris geprügelt oder irgendwie so. Und haben dann gesagt, jetzt ist fertig, die oder? Die haben sich geprügelt, das habe ich mal mitbekommen. Oh mein. Okay. Und gerade das Konzert, das habe ich dann natürlich riesig gefunden. Ja.
Und dort haben sie es aber, glaube ich, auch gerade noch so easy gehabt. Es ist bei ihnen nicht so, bei ihnen ist es ja nicht so gesehen. Na gut, vielleicht ist es ja dann dort sogar schon, weil man es ja weiss, die Faszination, wie machen sie jetzt das? Yeah. Oder? Es ist ja dann wieder das, dann wird es auch wieder zum Versuchsobjekt, wenn du das genau beobachten. Genau. Es ist dann, ja, das ist dann wieder etwas anderes. Es ist noch schräg. Ich weiß, es gibt ja viele Duos. Ja. Yeah. Wo das dann hinter der Bühne jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel zusammen zu reden. Die müssen ja zusammen auf der Bühne funktionieren. Und das stelle ich mir mega schwierig vor. Ich stelle mir das grundsätzlich schwierig vor. Jemand hat mal gesagt, das Problem ist, von jeder Gruppe, ja, Musik, Duo, egal was, ist, wenn du anfängst, hast du jemanden, wo du das alles teilen kannst. Mhm. Und das beflügelt dich so und das gibt dir so eine Kraft. Und wenn du effektiv mal erfolgreich wirst, hast du jemanden, wo du das alles teilen musst. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ein bisschen ein Problem ist für ja, wobei, das jetzt, also ich denke, wenn du jetzt wirklich auch als Gruppe nicht erfolgreich unterwegs bist, dann kannst du ja auch teilen. Also sicher, es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wenn du Chuck das... Barry, wenn er natürlich so fest auf dem ökonomischen Aspekt beharrt. Dann wird es vielleicht schwierig, ja. Schon klar. Nein, aber ich glaube, es kommt ja darauf an, wenn du das machst. Also weißt du, jetzt irgendwie jemand, wo, weißt du, so Schülerband, sagen wir jetzt einfach mal, oder? Die tun sich mit irgendwie 14, tun sie sich zusammenwürfeln. So Hecht zum Beispiel. Die sind recht früh. Die sind auch sehr jung. Oder Pegasus. Ja. Yeah. Und dann gross geworden. Genau. So, also gut, bei denen funktioniert es ja. Voilà. Ja, aber ich denke jetzt... Ich denke jetzt mehr, es gibt halt einfach so viele verschiedene Leben, die sich dann gut, so stark... Schülerbands aus ist ja dann meistens das Problem, also die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, das scheitert meistens, bevor man richtig erfolgreich ist, an dem, dass natürlich dann die einen haben einen Job, der cool ist, oder wollen dort ein bisschen Karriere machen, die anderen kommen Familie über und dann tun sich die Interessen so weit voneinander entfernen, dass es schon schwierig ist, nur für den einen Probetag pro Woche noch überhaupt herzukriegen, schweige denn Konzert. Und eben sogar, wenn du schon erfolgreich bist, aber es ist dann gleich zu unsicher, oder? Weil eben, wie lange wird Erfolg und so weiter und so fort. Ja, und wollen alle gleich viel investieren. Richtig, wenn es alle auch so fest. Ja, wenn es alle so fest, ja, genau. Das ist so der. Das ist zum Beispiel das, was du drauf... Das ist das grosse Glücksfall, wenn du das hast, wie Pegasus oder Hecht, wenn alle finden, jawohl. Weil das ist das, was der Traufer erlebt hat. Das hat er mir im Podcast dann erzählt, oder? Dass bei ihm dort mit der Band das genau der Punkt war, oder? Weil er hat wollen. Ja, was macht er plötzlich? Zoom und dann musst du entscheiden. Und andere haben nicht so wollen und irgendwie auch lieber sicher und lieber so, oder? Und die trennen sich dann die Wege. Das ist zwangsläufig. Das ist, glaube ich, schon schwierig. So. Das ist auch ein Entscheid, wo dann musst du ganz fest wirklich können dahinter stehen und mittragen, weil sonst... Oder wenn du jetzt sagst, ja, okay, ich bin der Band, so halb kann ich jetzt schon noch so ein bisschen auf Profi, aber halt gleich nicht ganz, das geht wie nicht. Die gibt es nur noch ganz oder gar nicht. Ja. Und das ist ein heftiger Entscheid. Und das merke ich auch in der Comedy bei vielen Leuten, wo, weißt du, wenn sie so gerade so an dieser Grenze sind, oder? Und sie haben noch einen Job und es läuft aber auch schon im Comedy-Bereich gut und so, dann gibt es halt wirklich... Der Kopfentscheid und der Bauch- oder Herzentscheid. So, oder? Und der Kopfentscheid würde immer sagen, ja, aber behalte den Job, den du jetzt hast. Sei vernünftig. Genau. Und mach weiter einfach nebenbei. Und danach schaffst du eben nie den weiteren Schritt. Genau. So. Ja. Aber es gibt nie den Moment, wo du im künstlerischen Bereich schon eben so weit wärst, dass du kannst sagen, jetzt zu 100% sicher kann ich jetzt aber nur noch auf das setzen. Das ist, ich lese jetzt gerade das Buch, das heisst The One Thing. Also kennst du das? The One Thing? Ja. Mm-hmm. Das heisst einfach, also grundsätzlich geht es ums Fokussieren. Ich bin aber noch nicht so weit, mit Lesen. Das ist im vierten oder fünften Kapitel. Aber es geht grundsätzlich darum, dass man sich jeweils auf eine Sache soll konzentrieren. Ah, schau. Gary Keller. Und ihr nimmt etwas.
dass man sich wie, wenn man, dass man sich einfach verzettelt, sobald man sich anfängt, auf mehrere Sachen zu konzentrieren, beziehungsweise wenn du etwas willst, dann musst du wissen, was will ich. Und dann du machst du zuerst das und du machst es fertig und dann machst du das Nächste. Und in dem, also erklärt es anfänglich so mit einem Dominoeffekt, dass du mit einem ganz kleinen Dominostein eigentlich etwas kannst anstoßen und das kann ja dann grösser und grösser werden. Also ein kleiner Stein kann einen kleinen grösseren Anstoß und am Schluss kannst du wirklich den Schiefturm von Pisa ganz umstoßen, wenn du willst. Also du hast wie die Möglichkeit, aber du musst fokussiert Stein zu Stein zu Stein. Also einfach so, dass, eben, es gibt immer nur das eine, was du musst machen musst und dann funktioniert es. Und das ist eben das, was du nicht kannst, wenn du jetzt sagst, gut, ich habe einen Beruf und ich werde jetzt aber gleich auch ein bisschen auf die Bühne. Und ja, irgendwann kommt der Moment, wo du musst sagen, ich soll mich einfach auf eins konzentrieren. Entweder mache ich jetzt im Beruf etwas Richtiges und mache dort meinen Weg. Oder ich mache jetzt wirklich das Bühnending und mache dort meinen Weg. Yeah. Aber das ist ein tough Entscheid, weil das Bühnending ist natürlich einfach unsicherer, das ist klar. Ja. Ist so. Aber kann nur funktionieren, wenn du dich voll darauf konzentrierst. Also, ja. Das ist selber. Das ist ja das Gemeine dran. Ja. Und dann musst du darauf vertrauen, dass es eben, wenn ich mich jetzt voll auf das konzentriere, dass es dann auch funktioniert. Und dann hast du wie, dann ist der Entscheid eigentlich klar. Ja, aber dann kommt ja nochmal etwas anderes dazu. Dann kommt ja oft, gerade eben so bei dem Schneidepunkt, ist man dann in dem Alter, wo irgendwie eine Familie noch dazukommt und gegründet wird und das schwingt ja dann auch schon mit. Also entweder du bist vorher schon genug weit gesehen, dass du dich für das entschieden hast und sonst wird es dann nachher auch schwieriger. Also du machst es wie ich, bist einfach gleichzeitig gerade schwanger zum ersten Mal, wenn du Karriere startest. Dann ist das Kind nachher auch schon da. Ja. Eben, aber das war ja dann auch ein bewusster Entscheid in dem Moment. Ich setze jetzt trotzdem auf. Also gut, der Entscheid ist mir ja dann abgenommen worden, weil eine schwangere Frau findet nie einen Job. Also dann kannst du gerade mit der Künstlerkarriere starten. Hast du nicht mehr so Pause machen? Nein. Oder so, sondern nein. Ich bin schwanger auf der Bühne gesehen, halt, anfänglich immer. Wirklich? Bis zum Grund. Bis kurz vor Niederkopf. Und dann ist es wie, der Entscheid habe ich dann nicht mehr müssen fällen. Wollte ich jetzt Familie oder nicht? Mhm. Kann ich gleich auf die Bühne, wenn ich jetzt das Kind bekomme, sondern es ist ja dann alles schon so wie halt da gewesen. Yeah. Ich habe mich bereits um das herum arrangiert. Und dann ist es wie anders. Das war ein grosser Glücksfall für mich. Ich weiß nicht, ob ich dann nachher noch traue, das Kind zu machen. Sonst. Ja, das ist dann die Kehrseite. Ja. Das ist ja, gibt ja dann auch, wahrscheinlich gehöre ich dort ein bisschen zu dem Bereich, wo sagt, ja, jetzt Family. Genau, ja, jetzt, ja. Jetzt sind wir schon eher da. Ja, eben. Ich weiß halt nicht, ob das dort dann auch greift, das eine Ding. The one thing. Ach so, wie vom Buch. Ja, das ist... Aber ich verstand es absolut, weil das ist eigentlich, schließt ein bisschen den Kreis zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Man könnte ja so viel machen, oder? Auch im jetzigen. Ja, das ist. Das ist so. Im jetzigen Beruf sozusagen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und man könnte noch so viel, keine Ahnung, Bücher schreiben, man könnte Film machen und so weiter und so fort. Ja, ja. Und das geht alles. Ja, nicht. Man verzettelt sich dann irgendwann, wenn man halt alles so klein macht und nichts wirklich richtig. Ja. Ich habe es beim Lesen so gefunden, dass mein eine Ding ist jetzt halt eben das Fräulein. Ja. Und um das herum kann es dann schon mehrere Sachen geben. Ja, logisch. Ja. Von dem her, ja. Aber das ist sicher der Mittelpunkt vom Universum, oder? Ja, ja, also der Mittelpunkt vom Universum ist jetzt ein bisschen gross. Vom Beruflichen. Ja, ja. Ja, das, ist so, mein Kernstück, sozusagen. Und das herum dreht sich bei mir so ein bisschen alles, ja, stimmt. Und mit mir hilft das immer auch das Solo-Programm. Darum habe ich immer so gerne ein Solo-Programm schon gemacht, schon sehr früh. Weil das ist dann the one thing. Dann hast du wirklich etwas ganz Spezifisches. Ja, konkret und fokussiert genau dem. Weil du hast die Deadline. Richtig. Du hast ein Datum und du hast ein paar Schranken. Einerseits zeitlich, andererseits auch kreativ sozusagen. Weil du setzt dir irgendwelche Ziele. Und das ist dann the one thing. Weil sonst könnt auch 20 Jahre ohne Solo-Programm irgendwie spielen. Aber es ist dann nicht so the one thing. Ja. Ich sehe, was du meinst. Ja.
Also eben, bei mir war das wie nie ein Thema gewesen. Das Soloprogramm in dem Sinne, ich habe ja anfänglich einfach Konzerte gemacht. Aber das ist ja... Das hat sich ja dann in ein Soloprogramm hineinentwickelt. Das ist ja auch eine Art... Ja, und jetzt ist es schon auch so, dass wenn man dann herhockt und sagt, so, jetzt schreibe ich ein neues Programm. Mhm. Das ist schon cool und heftig und eine rechte Challenge auch. Aber auch sehr cool, also einfach auch schön, weil halt eben, du bist dann genau an dem und du hast dann wie das Ziel. Mhm. Also ein grosses Ziel. Das ist schon schön, wenn man manchmal genau weiss, dort wo ich her. Das hast du ja nicht immer. Nein, eben. Ich find das auch sehr beruhigend, so stressig es auch ist. Beruhigend ist es nicht, aber es ist schön. Beruhigend ist das falsche Wort. Entspannend. Nein. für die Rastlosigkeit ist es entspannend. Ah, okay. Gut, ich kann die Rastlosigkeit habe ich jetzt weniger. Das bist, glaube ich, du. Nein, du kannst wirklich auf dem 3:30 aufstehen und sagen, das ist jetzt the one thing. Genau, jetzt das ist die Kolumne. Jetzt da. Nächstes Ziel, am 8. abgeben. Und was machst du denn, wenn jetzt mal all das nicht ist? Machst du irgendetwas auch für dich persönlich, zum, keine Ahnung, entspannen? Eigentlich würde ich ja gerne irgendwelche, ich würde so gerne Yoga machen oder meditieren. Mhm. Ich kann das alles nicht. Für das bin ich dann doch zu wenig entspannt. Ich habe den Nerv nicht für das. Ich kann wie nicht runterfahren. Also hast du schon probiert? Ja, mehrfach. das ist nicht mein Ding. Ich tue gerne, ich lese wahnsinnig gerne. Ja. Yeah. Ich höre sehr gerne Musik. Also lese ich dann auch... Das sind so die Poesiealbum-Hobbys, die klassischen. Was sie da lesen? Ja, genau. Mit Freunden abmachen. Ja, mit Freunden abmachen, ja, das habe ich auch leider nicht so viel dazu. Ja, so Sachen. Das ist die, mit den Kindern in Europa-Park. Auch cool. Das entspannt dich? Das finde ich einfach schön. Wirklich? Ja, das sind schöne Tage. Mit einer Bahn oder anderen gehen, Achterbahn fahren, das finde ich grossartig. Okay. Mit den Kids zusammen, das ist schön. Yeah. Ja. Und lesen? Inzwischen haben wir sogar meinen Mann schon so weit, dass er auch mitkommt auf die Bahnen. Anfangs war es nie ein Thema. Ist auch nicht so der Bahnenfahrer? Nein, ist weniger der Bahnenfahrer. Okay. Aber jetzt inzwischen bringen wir noch jede. Also ich liebe Bahnenfahren. Ich auch. Schon immer. Basler Herbstmesse ist grossartig für das. Ja, einfach jede Kölbe, die eine Bahn hat. Ja, aber dort hast du ja dann wirklich... Müsste ich mal gehen, in dem Fall. Basler Maximum Herbstmesse. Oder irgendwie sowas. Und dann wirst du 50 Meter in die Höhe so dreiend geschleudert. Freak, und Freak hätte ich so zu einem gehabt, der Luga. Freak hätte ich geheissen. Meine Sohn hat es geliebt. Freak. Freak. Ja. Okay, aber Bücher, tust du dann nur so The One Thing oder auch Roman und so Sachen? Alles Mögliche. Ich lese auch gerne Biografien. Ja. Yeah. Finde ich auch mega spannend. Jetzt habe ich gerade das Buch gelesen von einer Schweizer Autorin, von der Rebecca Salm. Das heisst «Die Dinge beim Namen». Mhm. Das ist ein mega schönes Buch. So eine Geschichte aus einem Dorf. Wo grundsätzlich jedes Dorf könnte sein. Mhm. Und sie tut jede Figur erzählt eigentlich die gleiche Geschichte, aber aus der Sicht von der Figur. Genau. Und das ist einfach ihre Art, wie sie schreibt, gefällt mir total. Hat mich jetzt total angesprochen. Yeah. Sie tut sehr viel, sie tut so Bilder machen. Wenn sie etwas beschreibt, macht sie ein Bild und sie tut so Vergleich machen, wo ich dann wie. Hat mich richtig geflasht, wirklich. Total schönes Buch. Jetzt habe ich aber gerade nachgeschaut, im April kommt ihr das nächste Buch raus. Das werde ich auch wieder verschlingen. Ah. Ja, so Sachen finde ich schön. Aber das sind so Entdeckungen, wo dann halt einfach in dem Moment finde ich es grossartig. Letztes Jahr ein Buch gelesen, das heisst 22 Bahnen. Das ist eigentlich mehr ein Jugendbuch. Es ist eigentlich nicht ein Jugendbuch. Es geht um Jugendliche. Mhm. So ein bisschen zerrüttete Familienverhältnisse, die sich dann aber verlieben. Und dann gibt es auch eine Geschichte und eine Story und so. Und es ist auch einfach unglaublich schön geschrieben. Ganz spezielle Art zu schreiben. Sehr kurze Sätze, sehr, wie soll ich sagen, eine spartanische Sprache eigentlich. Ja. Yeah. Aber echt, also cool. Ich lese sehr gerne Bücher, lesen, eben um auch die verschiedenen Schreibstile irgendwie so ein bisschen mal zu erleben.
Oder eins habe ich gelesen, das, habe ich, das sage ich gar nicht, welches, das habe ich furchtbar gefunden. Das Buch, das hat mich fertig gemacht. Das habe es so schlimm gefunden, weil das irgendwie, ich habe das so schlecht geschrieben gefunden. Und das ist dann irgendwie auch eine Erfahrung. Ist ein Bestseller? Ja, vermutlich. Das ist gut möglich. Ja, ist möglich. Weiß nicht. Es ist lustig, weil ich... Aus unerfindlichen Gründen, ja. Ich bin belesen, so ein bisschen, ich habe früher so viel gelesen. Immer Stephen King, alle. Als Kind und Jugendliche habe ich gelesen, die ganze auch. Zeit so, oder? Dann hat es wie aufgehört. Ja. Bei mir eben auch, und jetzt hat es wieder angefangen. Okay. Und du musst auch noch ein bisschen älter werden, das kommt schon. Wie hat das denn wieder angefangen? Durch das, dass sich dann irgendwie alles andere wie leer gelaufen hat. Weißt du, irgendwann hast du dann das Internet durchgeschaut und dann hast du dann irgendwann im Fernsehen auch alles gesehen und Netflix hast du auch alles gesehen. Ja, und Musik hast du auch alle gehört. Nein, okay, es ist so ein bisschen, so. Nein, irgendwie hat sich so wie ergeben, dass ich das Bedürfnis plötzlich wieder hatte, wieder abzutauchen in die Welt. Aber weißt du, es war so lange kein Thema für mich. Und wenn du kleine Kinder hast, bist du froh, wenn du 5 Sätze aufs Mal kannst lesen kannst. Yeah. Und vielleicht mal eine Zeitung. So wenigstens der Kulturteil, weil der ist ja so klein. Und dann später kommst du dann dazu, halt wieder eine längere Geschichte. Und irgendwann bist du dann so weit, dass du wirklich wieder Bücher lesen kannst. Aber mein erstes Buch, das ich wieder gelesen habe mit Kind, das weiss ich noch, ich habe mich im WC eingeschlossen, damit ich das letzte Kapitel in Ruhe lesen kann. Weil die ganze Zeit, Mama, Mama! Weißt du, das ist so. Yeah. Und das hat mich fertig gemacht. Und jetzt bin ich in dem Modus, wo meine Kinder in den Ausgang gehen. Oder sonst irgendwie nur im Zimmer oben sind und gar nicht mehr oben sind. Yeah. Und dann habe ich wieder Bücher gelesen. Das habe ich jetzt wieder angefangen und ich finde es grossartig. Sehr schön. Ja. Wir müssten mal so eine Bücherrunde machen. Mhm. So, wie heißt das? Ja, ich habe mit meinem Bürofräulein und mit der Birgit Süss, das ist eine deutsche Kabarettistin, haben wir einen kleinen Buchclub gegründet. Ah, wirklich? Aber wir haben erst auf 2 Bücher durch. Weil Birgit ist jetzt auch gerade an einem neuen Programm schreiben von der Rosa von Luxemburg und sie liest jetzt nur gerade, im Moment nur gerade Literatur aus dem Zweiten Weltkrieg und von der Rosa von Luxemburg und das Bürofräulein und ich haben auch richtig viel zu tun. Mhm. Aber dann haben wir dann so eine Zoom-Sitzung gemacht und dann haben wir dann das Buch besprochen. Und das ist irgendwie schon noch cool. Aber das erste Buch war eben so ein Reinfall gewesen. Also für mich. Wir sind uns nicht einig gewesen. Also 2 haben es super gefunden und 2 haben es schlecht gefunden. Also schlecht. Ich habe es schlecht gefunden. Yeah. Jemand hat gefunden, ja, ist jetzt nicht der Burner. Und die dritte hat gefunden, super geiles Buch, was habt ihr auch? Und das war dann natürlich sehr interessant gewesen. Warum findest du das gut? Ich finde das und das nicht gut. Nein, aber das und das ist doch super. Und das finde ich noch spannend, so über so ein Buch mal wirklich so ein bisschen das auseinanderzunehmen, zu sezieren und die ganze Geschichte mal so ein bisschen aus verschiedenen Winkeln oder von verschiedenen Leuten, wie sie das erlebt haben, zu hören. Ja, yeah. Ich glaube, das kann man ja bei einem Buch auch viel mehr und intensiver als... Bei einem Film oder bei einer Serie oder so. Es gibt schon so Filme, die ich finde, die auch viel hergeben, um nachher darüber zu reden. Was ist der letzte super Film, den du geschaut hast, der dir mega gefallen hat? Der letzte super Film, den ich geschaut habe? Ja, also was heisst jetzt super? Eben, ich habe jetzt viel Film okay gefunden. Mhm. Einen, da habe ich noch recht gut gefunden, aber eben nicht super. So, also weißt du, wenn ich jetzt würde sagen, von 1 bis 10. Ja, war das beim? Da bin ich beim 7, so. Was war das für einen? Ich weiß nicht mal mehr, wie der geheißen hat. Der ist gesehen mit Ewan McGregor und Ethan Hawke. Das ist so ein Apple-Film. Aha, okay, den habe ich einfach nicht gesehen. Und ja, es ist irgendwie... Was für ein Genre? Dramedy, würde sie wahrscheinlich sagen. Es ist, okay. Es ist eigentlich so klassisch. Dramedy. Klassisches Familie... Kino. So klassisches Familiendrama, wo halt noch ein bisschen lustig ist. Also. Raymond and Ray, ist glaube ich gesehen. Ja, Raymond and Ray. Okay. So, was hat er auf IMDb? 6,2. Siehst du, ich hatte jetzt ein bisschen besser bewertet. Nein, der letzte wirklich super Film ist für mich The Square, heisst der. The Square? Ja. Vom Ruben Östlund. Ist das auch ein Apple-Film? Nein, das ist kein Apple-Film. Sondern das ist, der Ruben Östlund hat nachher Dings gemacht, A Triangle of Sadness. Mhm. Und ich das nicht? Triangle of Sadness ist,
also der hat glaube ich auch Palm d'Or, keine Ahnung was okay. gekriegt. So. Und Triangle of Sadness ist so der letzte von ihm gesehen, wo sehr, da hat mir sehr gefallen, aber das ist so eine Drei-Akte und der dritte Akt hat mich ein bisschen, ist mir ein bisschen zu lang gegangen. Darum hat ich den jetzt nicht unter super Film genommen. Ah, okay. Aber er hat ein paar Szenen drin, die absolut zum Schreien sind. Und The Square ist für mich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und da habe ich dann halt nachgeschaut. Also wir sind okay, dann so, wir muss auch mal schauen. Ruben Östlund-Film haben wir dann geschaut. So, mhm. Oder? Mhm, und ja klar, und dann haben wir Regisseur nachher. Richtig. Und ich habe meinen Kollegen, der mir Triangle of Sadness empfohlen hat, habe ich dann The Square empfohlen. Und dann sind die Eltern sind so wahnsinnige Film-Nerds. Mhm. Und dann hat er dann natürlich seine Mutter gefragt, hast du den gesehen? Und dann hat sie nur per SMS hat sie zurückgeschrieben, ja, gnadenlos. Und ich finde das die beste Bezeichnung für den Film. Okay. In einem Wort, er ist wirklich einfach gnadenlos. Und ich finde so Zeugs wahnsinnig lustig. Mir gefällt das. Okay, du musst einfach reinschauen, es wird spannend. Uh-huh. Es wird spannend, The Square. Es geht um einen Museumsdirektor von so einem zeitgenössischen Kunstmuseum. Mhm. So. Mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen. Ja, du meinst Spoiler, das wäre schade. Nein. Weil ganz gut ist, nach 2 Stunden... Ja, genau. Nein, aber ich kann mir vorstellen, weil bei einem Buch tut man ja noch mehr... ich habe immer das Gefühl, Buch ist noch mehr Eigenarbeit. Weil man ja wirklich sich ein eigenes Bild macht. Mhm. Das ist ja auch das Schöne am Buch. Ja. Dass du eben gerade kannst... mit deinem Kopf. Darum ist es ja auch spannend. Vermutlich ist es wegen dem spannender, über ein Buch zu reden, weil jeder hat andere Bilder genau. im Kopf, wenn es liest. Ja. Genau, das denke ich dann eben. Das stimmt. Aber bei einem Film, sagen wir jetzt, wenn du wirklich einen Film hast, der einfach einen geilen Plot hat, der wirklich eine unglaubliche Geschichte erzählt, dann ist es ja auch etwas, wo man dann mega darüber reden kann. Ja, das ist so. Das ist leider nicht jeder Film. Nein. Der ultimative Plot. Ich habe auch gerne Filme, die nicht wirklich einen Plot haben. Ja, das ist wo einfach sehr seichte, lustig. Ja, nein, nicht einmal, oder sondern was? Mehr so, wo jetzt Geschichte ist nicht so wichtig wie einzelne Szenen. Mhm. Also weißt du, ich auch gerne auf so punktuelles Eintauchen. Und nicht so, oh, jetzt lernen wir alle die Leute kennen. Aha, und ja. Jetzt passiert ihnen das und jetzt kommt dann der Twist, jetzt also passiert nicht das. Also nicht so das ja. Schema X, genau, so Heldengeschichte, Storytelling, Dingsbums. Das habe ich dann eben auch gern. Das ist dann zum Teil auch geil. Das ist einfach wirklich, du startest jetzt irgendjemand und dann merkst, für die Person in dem Film ist das jetzt gerade wahnsinnig wichtig, aber es ist etwas völlig Belangloses. Okay. Und dann wird eine halbe Stunde über das geredet. Und, also weißt du, irgendwie so. Aber eben, man muss dann auch immer, denke ich auch immer bei Musik, für mich, ich muss dann auch immer unterscheiden, soll das jetzt wirklich etwas in mir auslösen oder soll das jetzt einfach stimulieren? Mhm. Also weißt du, ich kann dann genauso gut den Jurassic World oder keine Ahnung was ins Kino schauen. Mhm. Und habe ja dann nicht die gleichen Erwartungen ja, klar. an diesem Film wie jetzt zum Beispiel so eine Square. Mhm. Und das ist einfach, okay, ich will jetzt einfach 2 Stunden... 2 Stunden lang laut und genau. cool. Sehr lustig. Und ich denke, bei Büchern ist das dann auch noch schwierig. Aber eben bei Musik denke ich das auch immer. Ja. Ja, es gibt Musik, die man muss hören und es gibt Musik, die einfach läuft. Genau. Ja, das stimmt. Yes. So, schau jetzt, du hast gefragt, wie lange wir machen. Was denkst du, wie lange haben wir bis jetzt gemacht? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Eine Stunde? Eine Stunde 25. Ui! Ui. Du musst jetzt dann ins musst schon bald ins Kauf liegen. Nein, come on. Nein, aber es hat mich sehr gefreut, bist du wieder da angekommen. Ja, mich auch. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit dem, wie nennen wir es? Hauptprojekt? Mit meinem One Thing. One Thing Hauptprojekt Fräulein. Ja, danke. Und dann mit der neuen Version. Mit der neuen Version vom Second Hand Orchestra, ja. Richtig, genau. wo irgendeine Band. Wo irgendeine Band wird aufnehmen und in ein wunderschönes Oberprogramm verwandeln. Aber wir haben noch eine Arbeit vor uns, bevor es dann so weit ist. Also? Aha. Ein gutes Gelingen. Dankeschön. Viel Erfolg, alles Liebe. Ja, dir auch. Und danke. Und danke, Christoph. Danke, Christoph. Und macht's gut. Peace.
Vollender Capo!